Willkommen zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Special. Und zwar haben wir wieder eine neue Banliste. Und zwar ist die gültig ab dem 1.4.2015 und umfasst 32 Neuerungen. Also haben wir mal wieder eine recht große Banlist, die auch sehr viel verändert und die, ich greife schon mal vorweg, einiges gut gemacht hat. Aber auch ein paar Sachen dabei sind, die mir nicht so gefallen. Dennoch, wir haben eine sehr, sehr große Banliste und natürlich gebe ich mein Feedback dazu ab und natürlich gehen wir alle Karten durch. Und vorab möchte ich noch eine Sache erwähnen. Wir haben einige Karten, die umgeschrieben wurden. Diese Karten sind die unheilverkündende Schlange, der Tempel der Könige, die Crush-Card, dann Austausch des Geistes, Ring der Zerstörung und haben wir noch irgendwas? Ich glaube, das waren alle. Und all diese Karten wurden von Verboten auf 1 gesetzt durch ihren neuen Effekt. Kann gut sein, dass die noch weiter erlaubt werden innerhalb der nächsten Banlisten, das würde mich nicht weiter wundern. Ich denke vor allem, dass Austausch des Geistes und unheilverkündende Schlange wieder hochgesetzt werden. Aber wie wir wissen, will halt Konami, ja, wenn sie eine neue Karte wieder erlauben, nicht direkt mehrere Kopien davon erlauben, weil sie halt Angst haben, dass man doch irgendwie eine unfaire Combo damit rausbekommen könnte und dann hätte man quasi mehrere Monate lang diese unfaire Combo in Yu-Gi-Oh! Drin. Und deswegen setzt man diese Karten erstmal auf 1. Was sie aber jetzt wirklich neu können und wie sich das geändert hat, werde ich auch noch erwähnen. Aber erstmal kommen wir zu den Karten, die jetzt verboten sind. Und da fangen wir an mit der Karte Schnappstahl. Eine OP-Zauberkarte, die bei der letzten Banliste auf 1 gesetzt wurde und die das Spiel terrorisiert hat. Man hat damit Spiele gewonnen, die man nicht verdient hatte. Man hat damit Duelle rumgedreht, 1000 Stück. Man hat quasi Insta-Wins gefeiert, wenn man Regeki und Schnappstahl auf der Hand hatte, auf der Starthand. Und das ist etwas, was Yu-Gi-Oh! Richtig scheiße gemacht hat, wenn das passiert ist, weil das ist einfach nicht der Sinn, das ist richtig scheiße. Man konnte damit jegliche Monster vom Gegner klauen. Der Gegner hat dann in jeder seiner Stand-by-Phasen 1000 Life-Monster zu bekommen. Halleluja, das wird ihm nicht weiterhelfen. Schnappstahl hat zu random OTKs geführt und. Man hat die Karte getopdeckt und dann doch noch gewonnen. Das war einfach unfair. Die Karte war ein Fehler. Es war ein riesiger Fehler, die Karte wieder zu erlauben. Und dementsprechend hat Konami es eingesehen und wahrscheinlich auch 1000 Fanmails bekommen, die gesagt haben, bitte verbiete diese Scheiße wieder. Und jetzt ist die Scheiße wieder verboten und wir können sie aus allen unseren Decks wieder rausnehmen. Das finde ich sehr schön. So, und die einzigen anderen Karten, die verbannt wurden aus dem Spiel, sind, ja, ihr werdet es nicht glauben, die 4 Dragon Ruler. Nämlich Blaster, Drachenherrscher der Infernos, Tidal, Drachenherrscher der Wasserfälle, Tempest, Drachenherrscher der Stürme und Redox, Drachenherrscher der Felsen. So, und ihr werdet jetzt etwas von mir hören, was ihr nicht erwartet habt, denke ich, wenn ihr mich schon länger schaut. Ich finde das gut. Die Sache ist, die Drachenherrscher sind, seit sie rausgekommen sind, ein riesiges Thema in Yu-Gi-Oh! Sie waren lange Zeit ultra heftig OP. Sie waren Meta, sie waren alles Mögliche. Man konnte sie in verschiedenster Variation spielen und sie waren einfach nur unfair. Gerade auch durch ihre Kinder. Dann wurden die Kinder verboten und 1000 Supportkarten verboten und sie wurden richtig hart kastriert und dennoch waren sie immer noch richtig heftig stark. Sie gehörten zu meinen Lieblingskarten oder zu meinen Lieblingsthemen. Und ja, irgendwann waren sie dann auf 1 und so. Und viele Supportkarten waren weg. Ja, aber sie waren dennoch ziemlich stark. Und dann kam vor kurzem eine Karte heraus und diese Karte hat Galaxiedrachen im Namen. Ich muss mal eben den Namen raussuchen. Wo haben wir sie denn? Wir haben sie hier. Nummer 95, Galaxie Augen Dunkel Materiendrache. Ich werde jetzt nicht den genauen Effekt vorlesen. Allerdings ist es so, dass wenn man diese Karte beschwört, indem man sie einfach, ja, drauflegt auf hier den Folgepanzerten oder den Tachyonen oder auch den Urphotonen, dann, wenn diese Karte beschworen wird, darf man 3 Drachenmonster mit unterschiedlichen Namen von seinem Deck auf den Friedhof legen. Und das sind halt in den normalen Fällen, ja, ihr ahnt es, 3 verschiedene Drachenherrscher und das ist OP. Das ist einfach nur OP, das ist insane, das ist einfach richtig krass. Gerade weil man halt durch gewisse Karten es schaffen kann, zweimal den Dunkelmateriendrachen in einer Runde rauszubekommen. Und das sind quasi Materialien für die Drachenherrscher und alle 4 Drachenherrscher, die dann instant im Friedhof landen und das ist heftig, das ist zu stark. Deswegen bin ich auf gar keinen Fall ein Fan von Galaxie Augen Dunkel Materiendrachen, weil ich leider schon geahnt habe, dass das hier passieren könnte. Drachenherrscher sind verboten und dadurch ist natürlich der Galaxie Augen Dunkel Materiendrache zwar immer noch sehr, sehr stark, aber nicht mehr so stark OP. Und diese Kombo ist nicht mehr möglich. So, deswegen ist diese Karte verboten worden, aber ich denke, dass es noch mehr Gründe hat. Zum einen gibt es neue Rotaugen-Karten und es könnte gut sein, dass man da, ja, nicht wollte, dass
die zu sehr mit den Drachenherrschern gespielt werden. Und eine Sache muss ich jetzt mal wirklich hervorheben, weshalb ich es gut finde, dass die Drachenherrscher verboten sind, obwohl ich Drachen liebe. Drachendecks sind sehr langweilig geworden. Das liegt an einem Fakt. Man hat fast alle guten Drachendecks um die Drachenherrscher gebaut. Ob priesterlich, ob normale weiße Drachendecks zum Beispiel, Rotaugen zum Beispiel auch und viele andere Dinge ebenfalls. Die wurden alle um die Drachenherrscher rumgesponnen. Dadurch sind viele Karten reingekommen, die sonst nicht im Deck gewesen wären. Und viele Plätze sind quasi von dem Thema verloren gegangen, um halt da irgendwie so eine Drachenherrscher-Transformation stattfinden zu lassen. Und dadurch hat halt jedes Drachendeck sich so ein bisschen gleich angefühlt. Und das war ein bisschen blöd. Das war, nee, das ist nicht schön. Man hat dann zum Beispiel Gold-Sarkophag gespielt, nur um direkt Blaster verbannen zu können, um dann Flammbellwache auf die Hand zu bekommen. Solche krassen Sachen konnte man machen. Und das hat dafür gesorgt, dass man halt diese Drachenherrscher ein bisschen überspitzt hat in seinem Deck. Und dann, ja, ist halt das Gewicht eher auf die Drachenherrscher gefallen, anstatt auf den Rest des Decks. Und das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. Und das hat zu einer gewissen Eintönigkeit geführt, die jetzt weg ist durch die Verbannung der Drachenherrscher. Außerdem hat natürlich auch Lightsworn davon profitiert, das kann man hier nicht unerwähnt lassen. Die Lightsworn-Ruler waren sehr stark, man konnte quasi Eclipsen-Lindwurm durch Mills, durch Random Mills einfach auf dem Friedhof bekommen, dann den Urteilsdrachen verbannen und dann den Eclipsen-Lindwurm mit den Drachenherrschern, die man ebenfalls gemillt hat, verbannen und dadurch einen Urteilsdrachen auf die Hand bekommen und dadurch halt sehr heftige Felder oder rote Cards zustande bekommen. Und ja, dem hat man hier auch einen Riegel vorgeschoben, indirekt. Ich finde es okay, dass die Drachenherrscher verboten sind. Es war abzusehen, dass das irgendwann passieren muss, weil die Karten zu stark sind und wenn neue Drachen-Support-Karten rauskommen, ja, die Drachenherrscher werden immer der Grund sein, warum diese Karten nicht kommen können, diese neuen Support-Karten, weil sie dann einfach zu OP werden. Und deswegen ist es eine gute Entscheidung, dass die Drachenherrscher verboten sind. So, machen wir weiter. Wir haben hier die unheilverkündende Schlange. Der Effekt, während deiner Standby-Phase, falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst sie deiner Hand hinzufügen. Zusätzlich verbanne während der nächsten Endphase deines Gegners eine unheilverkündende Schlange von deinem Friedhof. Du kannst diesen Effekt von unheilverkündende Schlange nur einmal pro Spielzug verwenden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie der alte Effekt dieser Karte war. Sie war auf jeden Fall verboten, weil man halt sie die ganze Zeit recyceln konnte und dann konnte man halt so Sachen wie diese Phoenix-Karte. Ich glaube, Sturm des Phönix heißt sie. Moment, das kann man eben nachschauen. Hier, Windsturm der Phönixflügel. Ja, solche Sachen halt, wo man Karten abwerfen muss und dann Karten vom Gegner zurück aufs Deck legen kann und so. Ja, die waren natürlich kräftig und es gab auch einige Themen, die Zeug abgeworfen haben oder Zeug abwerfen mussten. Und da war es halt schön, die unheilverkündende Schlange zu spielen. Das war dann auch ein bisschen OP. Heutzutage muss ich leider sagen, da gibt es nicht mehr so wirklich starke Verwendungsmöglichkeiten für unheilverkündende Schlangen. Und deswegen ist die Errata von unheilverkündende Schlange ganz okay. Ich glaube, die Veränderung ist, dass man sie nur noch während der Standby-Phase wiederkommt und sie verbannen muss, wenn man sie nicht wiedergeholt hat oder so. Die Karte wird nicht so ultra relevant sein, wie jetzt vielleicht einige von euch denken. Die nächste Neuerung finde ich krass. Nämlich die Fremdenführerin aus der Unterwelt. Die war quasi ein Instant Rang 3 Xyz. Und die ultimative Supportkarte für Burning Abyss. Und damit kriegt das Thema einen richtigen Tritt in den Arsch. Und das finde ich richtig geil. Denn Burning Abyss ist verdammt OP. Und ja, die Karte von 3 auf 1 zu setzen war eine gute Entscheidung. Das ist eine gute Entscheidung, weil das ist ein richtig guter Nerf. Allerdings gibt es auch sehr viele Decks, auch Fun-Decks, die die Fremdenführerin sehr dringend gebraucht haben. Die jetzt natürlich ein bisschen verkrüppelt wurden. Mir fällt da vor allem Dino Rabbit ein. Die sind ja aus dieser Bannliste sehr, 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 sehr schmerzhaft rausgegangen, denn die sind quasi unspielbar geworden. Denn ja, die Kombi mit Levier auf Rettungskaninchen und Lagia, das geht nicht mehr so gut, denn die Karte ist nur noch auf 1 und die Kombi mit Skarm wird dadurch auch nicht mehr wirklich lukrativ sein. Ja, ist ein sehr guter Nerf gegen Burning Abyss. Einige Themen werden dadurch mit Schmerzen hervorgehen, aber wir müssen Meta-Themen wie Burning Abyss auf jeden Fall schaden, deswegen diese Neuerung ist nachvollziehbar. Die nächste Neuerung ist Drachenschlucht. Die war verboten, vollkommen grundlos. Damit hat man Drachenhändler damals vernichtet. Da habe ich sehr drüber geweint, weil das mein Lieblingsthema war. Ja, und jetzt ist die Karte wieder auf 1. Warum? Ganz einfach, die Drachenäscher sind verboten.
Und man will Drachenhandheit wieder spielbar machen, hat ja auch schon eine neue Ausrüstungszauberkarte bekommen. Die Karte ist gut. Sie wird Dracheneinheit nicht ins Meta heben oder sonst irgendwas. Sie wird sie vielleicht wieder ein bisschen spielbar machen, war sie aber auch so schon durch die neue Ausrüstungszauberkarte, wie ich schon gesagt habe. Ist eine Karte, die Dracheneinheit auf jeden Fall gebraucht hat und sie ist wieder da. Das freut mich sehr. Ich werde wahrscheinlich in Zukunft mehr wieder ein Dracheneinheit-Deck bauen. Ich habe darauf gewartet, dass die Drachenschlucht wieder zurückkommt, damit ich davon eine Deckverstellung machen kann, ehrlich gesagt. Ich dachte nicht, dass es dieses Mal schon soweit ist. Aber gut, durch die Verbannung der Drachenherrscher ist es obvious, dass die Karte auch wieder erlaubt werden kann. Ich sehe eigentlich auch kein Hindernis, die Karte öfters zu erlauben, wenn ich ehrlich bin, auch wenn sie gut ist. So, die nächste Neuerung ist Vorbereitung der Riten. Was man damit schwächen will, ist, denke ich, obvious. Ganz klar, die Necrots. Necrots ist sehr, sehr stark. Und das ist schon eine sehr, sehr gute Suchkarte. Und deswegen ist der Nerf gut. Allerdings, eine Sache stört mich. Man hat Vorbereitung der Riten in vielen Fun-Ritual-Decks verwendet. Und da war das eine elementare Suchkarte, die jetzt komplett wegfällt, beziehungsweise zweimal wegfällt. Und das ist schade. Da hat man wirklich ein bisschen... Naja, es ist natürlich, um Necrots zu schwächen, aber es ist auch schade um diese Decks, dass die halt wieder geschwächt wurden, weil die eh nicht sonderlich stark waren. Und das ist schon ein Tritt in die Magengrube für diese Decks, die vielleicht noch versucht haben, irgendwie mitzuhalten. Die werden das nicht mehr mithalten können, so ist das richtige Deutsch. Und die werden dann Probleme kriegen, dass die Karte jetzt auf 1 ist. Aber das sind halt, wie gesagt, nur einige Fun-Decks. Ja, insbesondere halt Necrots soll dadurch ein bisschen verkrüppelt werden. Und ja, das ist auf jeden Fall ganz gut angesetzt. Was allerdings viel besser angesetzt ist, ist die nächste Neuerung. Denn auch diese Karte wurde von 3 auf 1 gesetzt, nämlich Klee-Opfer. Das ist eine phänomenale Neuerung. Eine richtig overpowerte Suchkarte, die ein Cleafort-Monster auch noch die Fähigkeit gegeben hat, als zwei Tribute für die Tributbeschwörung eines Cleafort-Monsters behandelt zu werden, um halt Apocryphor-Türme oder so zu holen. Die Karte ist jetzt auf 1 und das ist ein perfekter Nerf für Cleafort, die viel zu OP sind. Und diese Neuerung ist große Klasse. Das ist an der richtigen Stelle genervt. Man hat kein anderes Thema dadurch verkrüppelt, das es nicht verdient hat. Man hat eine reine Cleafort-Karte quasi genervt und das ist gut so. Das gefällt mir. Würde ich gerne öfter sehen, Konami, dass man solche Karten nervt, weil wenn man jetzt zum Beispiel sieht, Fremdenführerin wurde genervt, dadurch hat man sehr, sehr viele Decks geschädigt. Aber durch Clear-Opfer hat man nur Cleafort geschädigt und das ist gut so. Die nächste Karte ist die einzige Karte innerhalb der letzten 2, 3, 4 Bannlisten, die ich nicht gekannt habe, als sie geändert wurde in ihrer Limitierung. Erbschaftssymbol. Kennt ihr die Karte? Ich kenne sie nicht. Wir gehen mal durch den Effekt durch, weil ihr sie wahrscheinlich auch nicht kennen werdet. Du kannst diese Karte nur aktivieren, solange sich drei Monsterkarten mit dem gleichen Namen in deinem Friedhof befinden. Wähle einen dieser Monster, beschwöre es als Spezialbeschwörung auf deine Spielfeldseite und rüste es mit dieser Karte aus. Wenn diese Karte zerstört wird, zerstöre das ausgerüstete Monster. Die Karte ist nicht sonderlich mächtig. Es hört sich zwar auf den ersten Blick an wie Wiedergeburt aus dem eigenen Friedhof, vielleicht wie vorheiliges Begräbnis oder so, aber seien wir mal ganz ehrlich, man muss dreimal dasselbe Monster haben im Friedhof. Wie wahrscheinlich ist das? Es ist recht unwahrscheinlich. Und da gibt es halt auch noch so Karten wie Seelenlast oder Call the Hunted, die einfach deutlich besser sind und die darüber gepickt würden. Man kann sie zwar raussuchen mit dieser Suchkarte für Ausrüstungskarten. Ich glaube irgendwas mit Waffenkammer. Wir schauen eben nach. Versteckte Waffenkammer, genau. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit, aber dreimal dasselbe Monster. Es gibt einige Themen, die das hinbekommen würden, allerdings haben die oft auch ihre eigenen Beschwörungskarten aus dem Friedhof oder beschwören sich durch eigene Effekte wieder aus dem Friedhof und deswegen die Limitierung von Erbschaftssymbolen macht für mich keinen Sinn. Kann aber sein, dass vielleicht ein Konami-Mitarbeiter eine Combo gefunden hat, die zu broken war. Ich glaube eher nicht, aber wäre er möglich, würde mir jetzt als erstes in den Sinn kommen, warum die Karte auf 1 gesetzt wurde von 3, vollkommen grundlos, ohne sie gesehen zu haben. Wenn ihr einen anderen Grund habt, dann schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Oder, was ich noch sehr viel mehr glaube, dass bald innerhalb der Laufbahn dieser Bannliste Karten rauskommen, die von Erbschaftssymbol einen zu großen Vorteil ziehen würden. Ne? Das wäre möglich. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber wäre eine Vermutung. So, dann kommen wir jetzt mal zu den ganzen Karten außerhalb der unheilverkündenden Schlage, die ebenfalls eine neue Errata bekommen haben. Tempel der Könige. Permanente Zauberkarte war seit Urzeiten verboten, weil sie viel zu gut war. Der Effekt, du kannst eine Fallenkarte in diesem Spielzug aktivieren, indem sie gesetzt wurde.
Du kannst ein mystisches Ungeheuer von Zerkat in deiner Monsterzone und diese Karte, die du kontrollierst, auf dem Friedhof legen. Beschwöre ein Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand, deinem Deck oder ein Fusionsmonster als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck. Du kannst jeden Effekt von Tempel der Königin nur einmal pro Spielzug verwenden. Die Karte ist nicht mehr OP. Damals war es so, dass man, ja, ich glaube, unendlich viele Fallenkarten, die man in seinem Zug gesetzt hat, direkt aktivieren konnte. Damit konnte man quasi mit Krug der Gier, Yatagarasu, Vermächtnis von Yatagarasu, die ganze Karten ziehen ohne Pause, konnte dann noch gewisse Sachen direkt von der Hand aktivieren, wie Zwangs-Eva und so, was einfach nur unfassbar OP war. Und, also nicht von der Hand aktivieren, musste erst setzen, dann aktivieren, aber es macht in dem Sinn keinen Unterschied. Das ist zu heftig. Das wurde jetzt auf 1 gesetzt, diese Fallenkartenmöglichkeit. Dadurch ist es auf jeden Fall nicht mehr OP. Die Sache mit Mystisches Ungeheuer von Zerkat, die kann man auch eben mal suchen. Ist eine Bandes, bei der man viel suchen muss. So. Falls du nicht Tempel der Könige kontrollierst, zerstöre diese Karte. Verbanne alle Monster, die durch Kampf mit dieser Karte zerstört werden. Nicht schlecht im Prinzip, wenn diese Karte ein Monster durch Kampf zerstört, sie hält 500 ATK. Ja, Stufe 6. Ja, die Karte wird jetzt heute nicht mehr öfter gespielt werden, nur weil die Karte jetzt auf 1 ist. Ein Fun-Deck darum aufzubauen wäre auch sinnlos, weil die Karte halt nur auf 1 ist, nicht auf 3. Und dementsprechend wird Zerkat jetzt nicht sonderlich oft gesehen werden, deswegen die Neuerung ist recht, ja, Wayne, sag ich mal, fürs Spiel, würde ich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Tempel der König jetzt so oft sehen wird. Dass man jetzt irgendwas beschwören kann, kann zwar auch eine sehr coole Möglichkeit sein, da kann man bestimmt einige coole Plays machen, allerdings kann man auch nur Fusionsmonster aus dem Extra-Deck holen und keine Synchro-Monster. Ich glaube, das wurde auch geändert. Ich glaube, damals konnte man irgendwas aus dem Extra-Deck holen. Ja, die Karte ist gut. Hat einen guten neuen Effekt bekommen. Also der Effekt wurde gut neu verfasst und die Karte wieder auf 1 zu sehen, finde ich vollkommen in Ordnung. Was ich nicht so in Ordnung finde, ist der Kartenvernichtungsvirus. So, die Crush-Card ist eine der Karten, die seit Urzeiten verboten sind, die als OP-Zauberkarten over the top bekannt sind, wie Top der Gier oder Überwollende Hatcher oder sonst irgendwas, die ja einfach den Ruf haben, unfair zu sein, oder Chaos Imperator doch. Das sind solche Karten, die den Ruf haben, zu stark zu sein. Und diese Karte hat auch einen neuen Effekt bekommen. Allerdings ist er immer noch sehr, sehr gut. Biete ein finsteres Monster mit 1000 oder weniger ATK als Tribut an, dein Gegner hält bis zum Ende des nächsten Spielzugs keinen Schaden. Zusätzlich zieh dir die Hand deines Gegners und alle Monster, die er kontrolliert, an, und falls du dies tust, zerstöre die Monster unter ihnen mit 1500 oder mehr ATK. Dann kann dein Gegner bis zu 3 Monster mit 1500 oder mehr ATK in seinem Deck zerstören. Wenn man Burning Abyss spielt, ist diese Karte jetzt Pflicht, weil man da diverse Karten hat, die Finsternis sind mit 1000 oder weniger ATK. Und man kann den Gegner damit quasi OTK'en. Also man kann das Spiel in einer Runde für sich entscheiden. Wenn man dann mit dieser Karte eröffnet und mit diesem Empfängermonster von Burning Abyss zum Beispiel, dann, wenn der Gegner zum Beispiel Necrotz spielt mit 4 starken Monstern auf der Hand, der muss seine ganze Hand wegwerfen und hat verloren. Der Gegner muss auch noch seine Hand zeigen, was auch noch ein ziemlich heftiger Nebeneffekt ist. Und die Karte ist einfach nur heftig. Die Karte ist einfach nur heftig. Man muss allerdings sagen, dass sie stark genervt wurde. Damals war es nämlich ein wenig anders. Denn damals musste der Gegner noch 3 Runden, nachdem diese Karte aktiviert wurde, immer noch seine Monster vorzeigen, die er gezogen hat. Und wenn die zu stark waren, mussten die auch zerstört werden. Und dementsprechend hatte der Gegner quasi instant verloren, wenn Crush Card aktiviert war. Weil wenn der Gegner ins Deck gespielt hat, was mit starken Monstern gespielt hat, was fast alle sind, dann kam er nicht ins Spiel rein, der hat überhaupt keine Monster mehr bekommen. Das war unfair, das war richtig heftig unfair. Mittlerweile ist das nicht mehr so, das heißt, die Karte hält nicht 3 Runden an, sondern ist dann quasi direkt aufgebraucht, der Effekt. Aber der Effekt ist natürlich trotzdem noch mega OP. Außerdem kann der Gegner jetzt auch noch die Möglichkeit wählen, hier bis zu 3 Monster mit 1500 oder mehr ATK von seinem Deck zu zerstören. Und da lassen sich natürlich bei einigen Themen noch Profit rausschlagen für diese Themen. Allerdings auch nur bei einigen Themen, nicht bei allen. Und deswegen ist Kartenvernichtungsvirus auf jeden Fall nice. Und das werden wir öfters mal sehen. Auch zum Beispiel bei Shadow Mist, der natürlich auch nur 1000 ATK und Finsternis ist. Also bei Elementarhelden können wir die Karte auch verwenden. Die nächste Karte ist Austausch des Geistes oder auch Exchange of Spirit. Ebenfalls eine seit Urzeiten verbotene Fallenkarte.
wie Crush Card. Und der Effekt, falls beide Spieler 15 oder mehr Karten in den Friedhöfen haben, zahle 1000 Life Points. Jeder Spieler vertauscht die Karten in seinem Friedhof mit denen in seinem Deck, dann mischt er sein Deck. Du kannst nur einen Austausch des Geistes pro Duell aktivieren. Diese Karte ist OP gewesen. Der Effekt damals war, dass man, wenn man 15 oder mehr Karten in seinem Friedhof hat, eben diesen Effekt aktivieren kann. Und das bedeutete, dass man einfach mit diversen Karten durch sein Deck gezogen hat, bis man 15 Karten in seinem Friedhof hatte. Wie genau das geht, könnt ihr in jedem Exodia FDK Video euch anschauen. Man kann mit Emporkum, den Goblin und mit was weiß ich durch sein Deck ziehen, das ist gar kein Problem. Und dann hat man Austausch des Geistes aktiviert und der Gegner hat seinen leeren Friedhof mit seinem vollen Deck getauscht, ist an die Reihe gekommen und war quasi FDK. Und das war mega OP, das war quasi, ja, das war einfach nur insane. Man konnte damit quasi den Gegner sofort zerstören, ohne dass er ins Duell angreifen konnte. Und das ist nicht gut, das ist auf gar keinen Fall gut gewesen. Mittlerweile ist die Rate allerdings, dass beide Spieler 15 Karten in ihren Friedhöfen haben müssen. Und dementsprechend ist die Karte nicht mehr spielbar. Und es macht auch keinen Sinn mehr, sie zu limitieren. Denn wenn der Gegner nur noch 15 Karten in seinem Deck hat, ist er trotzdem noch sehr stark. Die Karte könnte man eventuell dennoch sehen in einigen Deckzerstörungsdecks, könnte ich mir vorstellen, aber inwiefern das funktioniert, weiß ich nicht. Ich denke nicht, dass es sonderlich stark sein wird, deswegen die Karte auf 1 zu setzen ist auch recht sinnlos, die wird wahrscheinlich wieder auf 3 kommen. Und man kann sie auch nur noch einmal pro Duell aktivieren, ich glaube, das war damals auch nicht so. Zu Zeiten, wo halt Tempel der Könige und Austausch des Geistes erlaubt waren, vollkommen. Ihr könnt euch vorstellen, wie OP das war. Das war ein FDK. So, dann kommen wir zu Ring der Zerstörung. Eine weitere OP-Fallenkarte, die mittlerweile wieder erlaubt ist, aber eine Errata bekommen hat. Und die auch seit Urzeiten verboten war. Der Effekt. Während des Spielzugs deines Gegners, wähle ein offenes Monster, das den Gegner kontrolliert und dessen ATK kleiner oder gleich seinen LP sind. Zerstöre das offene Monster und falls du dies tust, erhältst du Schaden in Höhe seiner Grund-ATK. Dann füge deinem Gegner Schaden in Höhe des Schadens zu, den du erhalten hast. Du kannst nur einen Ring der Zerstörung pro Spielzug aktivieren, was Wayne ist, wenn man sie eh nur einmal spielen darf. Die Karte ist immer noch sehr stark, aber sie wurde stark genervt. Damals war es so, dass man irgendein Monster auf dem Spielfeld wählen konnte, in irgendeinem Spielzug, also auch in dem eigenen. Ja, und man konnte quasi sein eigenes Monster übelst hochbuffen und dann konnte man mit Ring der Zerstörung es zerstören und hat dann quasi ein Unentschieden erwürgt oder man konnte den Gegner OTK machen, wenn man quasi sich von dem Schaden selbst bewahrt hat. Da gibt es einige Möglichkeiten. Und das war ja ziemlich heftig OP. Und natürlich war die Karte schon immer ein heftig guter Removal. Und gehen wir mal davon aus, dass ein Duell schon lange läuft. Beide Spieler haben noch 3000 Life Points. Der Gegner hat ein übelst overpowertes Feld. Man hat quasi verloren. Man darf noch seine letzte Karte nachziehen. Zieht Ring der Zerstörung, legt sie hin. Der Gegner ist dran. Man aktiviert Ring der Zerstörung, zerstört man seinen Gegner und er ist OTK. Das wollte man verhindern und deswegen ist die Errata jetzt folgendes. Die Karte kann nur noch aktiviert werden, wenn das Monster, das man wählt, weniger ATK hat als Gegner Lebenspunkte. Deswegen kann man die Gegner damit nicht mehr töten. Man muss ihn on point töten quasi, das wäre noch möglich. Außerdem kann man das nur noch in der gegnerischen Runde aktivieren und nicht mehr in seiner eigenen. Das geht auch noch, das heißt, man kann nicht in seiner eigenen Runde dann irgendwie ein gegnerisches Monster schon wegräumen, um dann OTK einzuleiten. Dennoch ist Ring der Zerstörung ein guter Removal und wird deswegen, denke ich, auch in vielen Decks vorhanden sein. Ich weiß noch nicht, inwiefern das zum Staple wird. Werden wir sehen. Ich bin gespannt, ob diese Karte sich komplett ins Spiel integrieren wird oder ob man sie nicht so oft sehen wird. Ich habe sie jetzt probehalber in einige meiner Decks reingetan. In den nächsten Deckvorstellungen wird sie, denke ich, mal vorhanden sein. Und ich glaube, dass sie da auch einen guten Job machen wird. Aber dann werde ich auf jeden Fall den anderen Skin wählen, weil ich den ein bisschen hässlich finde. Die nächste Karte ist Kräfterauben. Kräfterauben ist eine Karte, die schon lange eine sehr bedeutsame Rolle in Yu-Gi-Oh! Hat. Im Prinzip kann man einfach 1000 Lifepoints zahlen und negiert alle Effekte auf dem Spielfeld von Monstern. Die schon gelegen haben und die neu dazukommen. Und damit konnte man diverse Möglichkeiten eröffnen. Und ein Deck hat davon ganz besonders profitiert. Clefor. Der Gegner hat dadurch nämlich auf der einen Seite seine Effekte verloren und die Clefort-Monster wurden stärker. Haben ihre Effekte verloren, ihre Negativ-Effekte, wenn sie als Spezialbeschwörung geschworen wurden. Und das war OP.
Und es gibt auch noch einige andere Sachen, die Züge, die davon profitiert haben, niederträchtig Monster, sowas in der Art. Habe ich damals auch recht häufig gespielt, mein Skilldrain-Deck mit den Niederträchtigen, macht auch Spaß. Mittlerweile ist diese Karte jetzt auf 1 und dementsprechend sind diese Decks sehr stark geschwächt oder gar tot. Gar tot würde ich nicht sagen, eher geschwächt. Also Cleaver ist auf gar keinen Fall tot, Züge auch nicht, aber ich meine, so Sachen wie ein Skilldrain-Deck ist es halt nicht mehr so gut möglich. Es wird jetzt halt aussehen wie ein Niederträchtig-Deck, sag ich mal. Und ja, es ist eine sehr starke Karte, die... Ja, es ist schon eine heftige Neuerung. Ich bin gespannt, wie einige Decks jetzt ohne die Karte spielen werden. Aber ich finde Kräfterauben sehr nervig. Und die gewinnt auch Duelle ganz allein, deswegen... Ja, ist diese Karte auf einzusetzen, denke ich, schon sinnvoll. War eine Sache, die früher oder später passieren musste eigentlich. Kann aber auch gut sein, dass die später mal wieder erlaubt wird, oder also komplett erlaubt wird. Kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann wieder der Fall sein wird. Die nächste Karte ist Lehre der Eitelkeit. Vanity's Emptiness ist auf 1. War damals auf 3, genauso wie die Skill Drain, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Und der Effekt war folgender: Kein Spieler kann Monster Spezialbeschwörung beschwören. Falls eine Karte vom Deck oder vom Spielfeld auf deinen Friedhof gelegt wird, zerstöre diese Karte. Man hat diese Karte einfach aktiviert, wenn der Gegner gerade was specialen wollte, wenn man selbst schon ein gutes Feld hatte. Und schon hat man die Pläne des Gegners zunichte gemacht. Und der Gegner konnte für den Rest des Duells quasi nichts mehr specialen, wenn er nichts von euch wegbekommen hat und war quasi in einem Lockdown, aus dem er nicht mehr rauskommen konnte. Mystischer Raumtyphoon ist natürlich der Erzfeind dieser Karte, weil wenn der Gegner MRT hat und ihr habt Lehre der Eitelkeit und eine verdeckte Karte, dann macht der Gegner einfach MRT auf die verdeckte Karte und wenn ich das Emptiness fliegt mit weg und ihr seid minus 2, der Gegner minus 1 und ja, das ist alles ein bisschen eklig, aber die Karte ist ziemlich OP. Und Vanity's Emptiness, ja, waren sehr vielen Decks dreimal drin mittlerweile, weil wenn man halt gegen einen Gegner kommt, der zum Beispiel Synchro spammt oder so, der ist halt quasi einfach komplett tot, wenn Vanity's Emptiness liegt. Und ja, um diese Spam-Decks vielleicht ein bisschen zu stärken, haben wir diese Karte auf 1 gesetzt und insgesamt ist Lehre der Eitelkeit schon sehr stark und ich habe sehr oft euch in den Kommentaren diskutieren sehen und auch andere Fans von Yu-Gi-Oh! Sagen hören, dass Vanity's Emptiness auf jeden Fall mal limitiert werden sollte und das habe ich auch schon öfters mal angesprochen, dass es möglich werden könnte, dass diese Karte auf 1 gesetzt wird. Und ja, es ist passiert. Es wundert mich nicht allzu sehr. Ich finde allerdings, dass es auf der einen Seite auch dafür sorgt, dass die Karte öfter gespielt wird und das liegt mit der Psychologie der Spieler zusammen. Es ist so, dass gute Yu-Gi-Oh! Spieler es vermeiden wollen, eine Karte in ihrem Deck nur einmal zu spielen, sofern sie nicht limitiert ist. Und wenn man sich gegen Triple Vanity's Emptiness damals entschieden hat, hat man sich quasi auch dagegen entschieden, die Karte überhaupt zu spielen. In vielen Fällen. Und jetzt wird es so sein, dass man schon eher sagt, okay, den einen Platz habe ich. Ich mach mal Vanity's Emptiness rein, ich gebe dir mal eine Chance. Und ich denke, dass dadurch Lehre der Eitelkeit jetzt in Decks sein wird, die vorher ohne Vanity's Emptiness gespielt haben. Aus diesem ganz einfachen Grund. Ich denke, ihr habt verstanden, was ich meinte. So, die nächste Karte ist ebenfalls ein grandioser Hit gegen Cleavor. Ich find's richtig geil, wie Cleavor mit dieser Bannliste gefickt wurde. Nämlich auf der Kundschafter-Ebene, auf der Klee-Opfer-Ebene und auf der Skilldrain-Ebene ist Cleavor einfach richtig, richtig, richtig hart geschwächt worden. Und wenn ich das Emptiness ist auch noch auf 1. Richtig geil, weil Cleavor konnte Skilldrain und wenn ich das Emptiness auf 3 spielen und das war heftig. Der Kundschafter konnte quasi zu dem lächerlichen Preis von 800 Life Points das gesamte Deck raussuchen. Ja, also eine Karte. Und jetzt ist sie auf 2. Wichtig dabei ist allerdings der Grund, warum dieser Nerf so geil ist. Der Grund ist nicht, dass man die Karte jetzt schwieriger auf die Hand bekommt. Nein, Cleavor hat genug Möglichkeiten, die Karte direkt zu suchen. Aber man kann jetzt sehr leichter mit den Kundschaftern fertig werden. Denn der Erzfeind vom Cleavor-Kundschafter ist der MRT. Oder auch wahlweise andere Karten, die denselben Effekt haben, dass halt Cleavor-Kundschafter zerstört wird, sobald man ihn legt. Und wenn das passiert, verliert das Cleavor die gesamte Suchengine und ja, damit kommt Cleavor überhaupt nicht klar. Sowas von überhaupt nicht. Weil die wollen raussuchen, die wollen OP sein, die ganze Zeit Zeug nehmen aus dem Deck und das können sie jetzt nicht mehr so gut. Weil es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass euer Gegner, wenn ihr Cleavor spielt, 2 MRTs hat als 3 und ihr kriegt halt ohne Probleme 3 Kundschaft auf die Hand, wenn ihr das unbedingt wollt bei Cleavor. Das war nicht allzu schwer.
Man hat zwar jetzt nicht mehr die Opfer, aber es war trotzdem noch gut möglich, das einige Mal auf die Hand zu bekommen. Und jetzt kann man halt um einiges leichter die beiden Kundschafter loswerden und muss nicht mehr irgendwie mit drei klarkommen. Und das ist gut. Außerdem hat man somit halt Cleaver-Kundschafter seltener auf der Starthand, ist ja auch klar. Der nächste Hit ist ebenfalls sehr gut, nämlich Necrotz von Bryonak, ist von 3 auf 2. Eine sehr, sehr starke Suchkarte von Necrotz. Und die Karte auf 2 zu setzen war okay, war absolut gut. Das Thema ist OP, man hätte es noch mehr ankratzen können als diese beiden Sachen, würde ich fast sagen. Aber war ein guter Hit. Schwächt die Suchengine stark ein. Man hat Necrotz damit nicht irgendwie komplett zerstört oder so, auf gar keinen Fall. Aber man hat sie dadurch schon ein bisschen geschwächt und das ist, ja, kann ich mich mit anschließen, hätte ich ebenfalls so gemacht. Die nächste Sache, die wir haben, ist Angriff der Lichtbrigade. So, der Effekt, lege die obersten drei Karten deines Decks auf den Friedhof, füge deine Hand ein lichtverpflichtetes Monster der Stufe 4 oder niedriger von deinem Deck hinzu. Eine sehr, sehr overpowerte lichtverpflichtete Karte, aber die Karte ist auf 2, weil die Drachenherrscher verboten sind. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, das ist so. Es gibt keinen anderen Grund, warum man diese Karte wieder auf 2 setzen sollte, denn lichtverpflichtet ist nervig genug und ja, ich bin mir zu 99% sicher, dass es wegen den Drachenherrschern der Fall ist. Außerdem soll natürlich Lichtverpflichtet noch ein bisschen mithalten können mit dem einen oder anderen sehr, sehr starken Deck, was jetzt rausgekommen ist, aber ich denke, dass der Hauptgrund die Drachenherrscher waren, dass die Lightsworn Ruler jetzt nicht mehr so möglich sind. Und ja, deswegen ist es jetzt wieder auf 2. Anstatt Lightsworn Ruler muss man jetzt halt Chaos Lightsworn spielen mit weißer Drache Lindwurm Strahl und schwarzer Drache Kollapsschlange und dem Eclipsen Landwurm und ja, das ist halt ein bisschen schlechter als Lightsworn Ruler, würde ich fast sagen, und ja, die Neuerung kann ich verstehen. Ich glaube zwar, dass Lightsworn damit ein bisschen rumnerven wird mit den zwei Lichtbrigaden, aber okay, kann ich mitleben. Dann haben wir gesegnetes Schwert der 7 Sterne. Man verbannt ein Monster der Stufe 7 von seiner Hand oder seiner Spielfeldzeit und zieht zwei Karten. Ebenfalls wieder auf 2, weil die Drachenherrscher verboten sind. Und die Neuerung macht absolut Sinn. Ja, die war naheliegend. Ich glaube sogar, dass man die auch auf 3 setzen könnte mit der nächsten Banlist. Kann ich mir vorstellen. Dann haben wir Bruderschaft der Feuerfaust Geist. Ich muss vorab sagen, dass ich mich nicht sonderlich gut mit Bruderschaft der Feuerfaust auskenne. Aber dass sie die Karte gebraucht haben, das weiß ich. Ich weiß auch, dass da eine gute Kombi möglich war. Wie genau die funktioniert hat, kann ich euch leider nicht sagen. Aber die Karte ist sehr stark, die ist wichtig und damit Feuerfaust wieder ein bisschen stärker wird. Okay, das Thema soll ja auch wieder ein bisschen mithalten können. Deswegen gut, die Neuerung macht Sinn. Können wir gerne machen. Finde ich okay. Die nächste Neuerung ist Gladiator-Ungeheuer Bestiral. Moment, der Name ist komisch. Bestilari? Irgendwie so. Ist auch vollkommen egal. Auf jeden Fall ist die Karte jetzt wieder von 1 auf 3. Ist eine gute Gladiator-Ungeheuer-Karte. Das Deck war auf jeden Fall viel zu schwach, um heute noch mithalten zu können. Und die Karte von 1 wieder auf 3 zu setzen, ist gerechtfertigt. Denn ja, das ist so mit das beste Gladiator-Ungeheuer-Monster, was ich so kenne. Und ja, die Neuerung ist gut so. Die kann ich unterstützen. Dann haben wir Gortz. Von 2 auf 3, obvious, wer spielt die Karte bitte dreimal? Niemand. Dann haben wir hier Einzelfeuerblüte. Lawnfire Blossom, ich habe es beim letzten Mal gesagt, als die Karte von 1 auf 2 gesetzt wurde, die Karte ist OP. Man darf irgendeine Pflanze aus seinem Deck spezial beschwören. Allein der Effekt, das ist lächerlich. Ich mag das zwar sowieso nicht an Pflanzen, dass man auf vielen Karten den Effekt stehen hat, beschwöre irgendwas, aber Einzelfeuerblüte ist wirklich, ja, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt in dieser Hinsicht. Denn man kann einfach irgendwas nehmen. Irgendwas aus dem Deck, irgendeine Pflanze. Und das ist heftig OP. Aber Themen wie Sylvanisch und so sind schon lange aus der Meta raus. Und die wollen auch wieder mithalten. Deswegen ist Einzelfeuerblüte wieder auf 3. Deswegen kann ich die Neuerung verstehen. Auch wenn ich sie nicht wirklich gut heiße. Weil ich habe keinen Bock wieder gegen Sylvanisch dauerhaft zu kämpfen. Aber ich glaube nicht, dass es das passieren wird. So, die nächsten 4 Neuerungen sind vollkommen Wayne. Nämlich die kleinen Drachenherrscher, die wieder von Verboten auf 3 gesetzt wurden. Wenn die großen Drachenherrscher verboten sind, haben die kleinen Drachenherrscher keinerlei Nutzen mehr und sie zu verbieten oder zu limitieren wäre witzlos. Deswegen, ja, vollkommen egal. So, und dann haben wir noch zu guter Letzt priesterliches Siegel der Einberufung. Ja, die beste Suchkarte der priesterlichen Monster. Warum ist die Karte wieder auf 3 und nicht mehr auf 2?
Ganz einfach, Drachenherrscher sind verboten. Heretic Ruler sind nicht mehr spielbar und deswegen, ja, kann man auch die Suchkarte wieder auf 3 machen. Priesterlich muss jetzt wieder allein zurechtkommen oder mit Ultimaia Zolkin wahlweise auch. Und ja, dementsprechend bauen sie halt wieder ein bisschen Support. Ich glaube zwar nicht, dass sie dadurch jetzt irgendwie groß mithalten können, aber ja, es ist ein kleines Geschenk für sie. Sie werden sich bestimmt drüber freuen. So, dann haben wir als nächste Neuerung in Sachen Extra Deck. Da haben wir nämlich 2 Neuerungen. Legendäre 6 Samurai Shien wurde halb limitiert, war vorher limitiert. Finde ich nicht so gut, weil die Karte OP ist. Die ist schon sehr, sehr gut. Einfach pro Spielzug, wenn dein Gegner eine Zauber- oder Fallenkarte aktiviert, kannst du ihre Aktivierung annullieren und die zerstören. Das ist schon sehr, sehr mächtig. Aber 6 Samurai ist jetzt halt nicht gerade ein Thema, was mit der heutigen Meta mithalten kann, ne? Und deswegen kann ich den Support in dieser Richtung verstehen. Und ich würde sogar so weit gehen, dass man die Karte auf 3 setzen kann. Weil Karten im Extra-Deck, ihr merkt's, so oft spielt man die nicht dreimal. Bei Shien könnte man da vielleicht eine Ausnahme machen. Ich weiß nicht, inwiefern die 6 Samurai das die ganze Zeit spammen können, aber Shien auf 3 könnte ich mir gut vorstellen, wenn man sie schon auf 2 erlaubt. Und die Neuerung kann ich insofern nachvollziehen, dass man halt den 6 Samurai mal wieder einen kleinen Support geben wollte. Ist eine Neuerung, die ich ebenfalls nachvollziehen kann. Und die wirklich letzte Neuerung für heute ist Gojo-Wächter auf 3, Wafoi auf 2. Ja, es hat keinen Sinn, dass die Karte limitiert ist. Wenn sie auf 1 ist, kann sie auch auf 3 sein, weil sie ist im Extra-Deck. Jeder spielt sie nur einmal. In manchen Fällen vielleicht mal 2-mal, aber mehr nicht. Deswegen, 3-mal ist jetzt witzlos, die Neuerung. Aber deswegen ist sie halt auch gut, die Neuerung, weil die Karte nicht in die Banlist gehört. So, das war's. Endlich, nach vielen, vielen Minuten, ich glaube lange über eine halbe Stunde, fast 40 Minuten dürfte dieses Video dann gehen. Die Banlist ist gut. Habe ich schon länger nicht mehr gesagt, oder? So eine Banlist. Man hat einige Metadecks geschwächt. Auch wenn ich Shadow immer noch vermisse, weil ich keinen Bock habe auf Shadow. Auch wenn sie nicht mehr so gut sind, natürlich. Wie Necrots oder Cleavor oder Burning Abyss. Dennoch ist Shadow gut genug, dass sie meiner Meinung nach einen kleinen Nerf verdient hätten. Ebenfalls wurde nicht Ritual Beast angegriffen, was ich aber auch verstehe, weil die neu sind. Und da ja wieder dieser gewisse Kommerz herrscht. Allerdings finde ich Ritual Beast irgendwie ziemlich stark und nervig und ein kleiner Nerf wäre schön gewesen. Aber gut, da habe ich auch nicht mit damit gerechnet, dass sie das machen. Zu guter Letzt noch ein kleiner Dank an die Entwickler von Deathblow. Denn die haben mit dem neuen Update, wo einige neue Karten noch rausgekommen sind, direkt die neue Bandliste als Deckliste hier bereitgestellt, so wie ihr hier sie gerade seht. Auch die OCG-Liste sogar. Und ja, die kann ich direkt für das Video nehmen. Das war sehr angenehm. Muss ich sie nicht selbst zusammenstellen, auch wenn das nicht viel Arbeit gewesen wäre. Ja, ich finde die Bandliste vollkommen okay. Die neuen Erratas machen Sinn. Einige nervige Sachen wie Venti's Emptiness sind raus oder auf 1 limitiert, um genau zu sein. Einige obvious Neuerungen sind wieder da, wie Gojo, Wächter oder Gords. Einige alte Themen, die nicht mehr mithalten konnten, wurden supported, wie die Gladiatorengeheuer oder Feuerfaust. Die Drachenherrscher sind verboten, was natürlich ein bisschen schade ist. Auch aus noch einem Grund, den ich noch gar nicht erwähnt habe, denn es gab auch einige Decks, die die Karten verwendet haben, obwohl sie gar keine Drachen gespielt haben. Zum Beispiel Wasserdecks haben Tidal genommen, Feuerdecks haben Blaster genommen, Erddecks haben Redox genommen, Winddecks haben Tempest genommen. Das geht natürlich auch nicht mehr. Bisschen schade für diese Decks, aber ein so heftiger Nerf dürfte das jetzt auch nicht für die sein. Ja, aber es ist halt wirklich nicht mehr diese Eintönigkeit bei den Drachenherrschern, deswegen finde ich die Neuerung okay. Ja, und so gewisse Hits wie Kleeopfer, Kleeferkundschafter oder Necrots von Brionak. Das sind geniale Limitierungen, die ich so auf jeden Fall abstempeln kann. Die hätte ich nicht besser machen können, die sind sinnvoll. Kleeferkundschafter auf 1 zu tun, wäre zu hart für Kleefer gewesen. Die sind auf jeden Fall stark genug angegangen worden. Bei Necrots beschwere ich mich jetzt auch nicht unbedingt, bei Burning Abyss beschwere ich mich auch nicht unbedingt. Und damit hat man eigentlich so die 3 heftigsten Sachen abgestempelt. Mit einer kleinen Nerf. Und das ist okay. Das ist auf jeden Fall okay. Da können wir gerne jetzt in Richtung der nächsten Bandliste schauen, mal sehen, was sich bis dahin so machen lässt mit den neuen Neuerungen, so rum. Und inwiefern die neuen Erratas eingesetzt werden.
So, dann würde ich sagen, nach 40 Minuten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ich hätte gerne eine Diskussion in den Kommentaren. Was haltet ihr von der Bannliste? Welche Neuerungen findet ihr gut? Welche Scheiße? Konntet ihr Sachen verstehen? Fehlt euch irgendwas in der Bannliste? Und ja, bis dann. Ciao.